Abgeordnete Markus Bühl für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Statistik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, weist bei den Erstanträgen auf Asyl mit fast 24.000 Anträgen alleine im Oktober 2022 einen Anstieg um 80% im Vergleich zum Vorjahresmonat auf. Wir reden dabei vom höchsten Monatswert seit Ende 2016. Das Szenario wie im Katastrophenjahr 2015 wiederholt sich sehenden Auges. Und was macht die Bundesregierung, statt sich endlich um einen umfassenden Grenzschutz zu kümmern und den großen Sozialmagneten abzuschalten? Genau das Gegenteil. Erhebliche Teile des Haushalts, so auch im Bereich der Innenpolitik, verwendet Linksgrün für Ideologieprojekte. Zum Beispiel zur Unterhaltung der Asylindustrie, wie man an Titeln wie der behördenunabhängigen Asylberatung sehen kann. Bei der Ausrüstung zu unserer inneren Sicherheit kreist dagegen der Rotstift. Die Sicherheitslage droht noch weiter abzurutschen. Der vorgelegte Haushalt des Innenministeriums ist das erschütternde Zahlenwerk dieser linksgrünen Bundesregierung und ihrer ideologiegetriebenen Innenpolitik, die wir ablehnen. Kommen wir zu einigen Einzelheiten. Es soll zwar 1.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei geben, was allerdings hauptsächlich die Altersabgänge kompensiert, zumal auch erst mal 3 Jahre ausgebildet werden muss. Für die jungen Polizeiabsolventen haben wir die Einführung von Ortszuschlägen für Ballungsgebiete mit hohen Mieten gefordert, was von allen anderen Fraktionen abgelehnt wurde. 15% der Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei haben eine Kilometerlaufleistung jenseits der 200.000 Kilometer. Die logische Folge wäre, diesen Haushaltstitel zur Fahrzeugbeschaffung, wie von uns gefordert, zu erhöhen. Aber nicht mit Links-Gelb. Die Koalition hat den Titel Fahrzeuge für die Bundespolizei weiter gekürzt. Steuergeld für linksgrüne Ideologieprojekte wird allerdings reichlich aufgewendet. So zum Beispiel für die üppig versorgte Asylindustrie. Neu für nächstes Jahr ist mit 20 Millionen Euro eine behördenunabhängige Asylverfahrensberatung. Damit wird neben der Beratung durch das BAMF eine Doppelstruktur mit Steuergeldern aufgebaut. Was soll in einer derartigen Beratung denn beraten werden, was das BAMF nicht kann? Und wenn eine Beratung behördenunabhängig ist, wozu bedarf es staatlicher Fördergelder? Eine weitere Absurdität ist die Förderung der freiwilligen Ausreise. Es werden Personen, die zur Ausreise rechtlich verpflichtet sind, mit Prämien ausgestattet, wenn sie sich rechtskonform verhalten. Wie wenig willens diese linksgelbe Bundesregierung ist, geltendes Recht mit den völlig normalen Mitteln eines Rechtsstaates durchzusetzen, zeigt dieses Beispiel sehr eindrücklich. Auch hier wird stattdessen Steuergeld in Größenordnungen verschwendet. Ausreisepflichtige und abgelehnte Asylbewerber müssen konsequent und zügig abgeschoben werden, statt ihnen Geld für die Ausreise anzubieten. Die links-gelb-grüne Regierung setzt unverdrossen ihre Politik der sperrangelweit offenen Grenzen bei eingeschaltetem Sozialmagneten fort, und das bei den bereits existierenden Zuständen. Wir halten dagegen und werden diesen Haushalt ablehnen, denn wir sagen unser Land zuerst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat die Kollegin Jamila Schäfer das Wort.